So, ja, ich wollte ganz kurz ein bisschen Schwarzrepertoire anreißen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel Konkretes. Ich habe halt so ein paar Sachen, die ich versuchen möchte, und heute möchte ich mich danach noch ein bisschen auch Königsgambit mit Schwarz angucken. Einfach ein paar Partien, die ich zuletzt gespielt habe, vielleicht mit euch zusammen angucken, um für mich selbst so ein bisschen rauszufinden, wo ich denn da so stehe. Wenn ich merke, dass das mit der Partie total chaotisch wird, dann mache ich nur das Repertoire hier und schneide die Partie raus. Aber das sehe ich dann gleich. Okay. Ja. Also erstmal auf E4. Habe ich mir vorgenommen, E5 zu spielen. Naja, noch nichts Besonderes. Und dann habe ich hier Russisch mir vorgenommen. Und ja, was ich halt vermeiden muss, damit ich dieses Russisch üben kann, ist der Zug Springer C6. Das ist irgendwie für mich ein sehr natürlicher Zug, der sich zurzeit bei mir eingeschlichen hat. Aber weil ich natürlich Russisch üben möchte, wenn ich das möchte oder mir das ein bisschen angucken möchte, ein bisschen Erfahrung aus der Praxis sammeln möchte, muss ich Springer F6 spielen. So, dann auf Springer C3 wollte ich versuchen. Habe ich jetzt F6 gemacht? Nee, das ist falsch. Möchte jetzt versuchen, hier ins Vierspringerspiel überzugehen, zu vermeiden. Ach so. Ach, der ist schon wieder in seinem Modus, dass er den Engine ist nicht ausgeschaltet. Ich habe den Zug leider nicht eingegeben, darum ist es jetzt auch so ein Zug, den ich zurzeit lieber vermeiden möchte. Um. Ja. Muss ich mir sowieso noch überlegen, ob ich Russisch zurzeit so viel üben möchte. Ich habe ein Spiel gegen jemanden zu spielen, der immer gerne Spanisch spielt. Aber ich glaube, ich würde gerne ruhig seine Variante von Spanisch spielen wollen. Und ob ich dann unbedingt ins Russische umwandeln möchte, schauen wir mal. Muss ich mir noch überlegen. Wahrscheinlich lasse ich einfach Spanisch zu und dann wird das Spanisch wieder so werden, dass ich mich in der Stellung trotzdem wohlfühle. So, ja. War ich jetzt genau, das möchte ich versuche ich zu vermeiden, dass ich dann ins Vierspringerspiel überleite, sondern versuche ich, auch wenn das gar nicht so gut ist, einfach um darin ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Hier mit Läufer B4 im russischen Dreispringerspiel zu bleiben. Ja. Ansonsten im russischen. Natürlich, es kann auch angenommen werden. Da versuche ich zwei Varianten aus, je nachdem, wie ich mal gerade Lust habe. Hier entweder dieses normale, jetzt muss ich aber die Engine nochmal abschalten. Entweder hier das normale, man vertreibt den Springer, schlägt selbst und so soll das, glaube ich, gehen, oder? Obwohl, jetzt kann ja wieder der kommen. Ich muss es mir nochmal angucken. Darum spiele ich wahrscheinlich auch gerne diese Variante, die man einfach spielen kann, die früher als Totalkatastrophe galt. Aber man kann sie spielen. Man muss halt jetzt. Und ein Zug, den ich auch häufiger spiele, ist hier dieses F6. Möchte ich mir auch abgewöhnen, weil eigentlich soll man D6 spielen. Das ist mir jetzt bei der Analyse schon aufgefallen. Okay, dann, wo sind wir stehen geblieben? Ja, das war auf E4. Auf D4 versuche ich mir anzugewöhnen, nicht D5 zu spielen, sondern Springer F6. Was ich mir gern angucken möchte, ist hier neben so Indisch mit E6. Das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem abgelehnten Königsgambit, mit den Stellungen, die danach entstehen. Aber man ist einfach am Anfang in der Wahl der Züge etwas freier. Ich glaube,
Max Euwe war es, wo ich gelesen habe, dass er das persönlich als das Ideale abgelehnte Queen's Gambit bezeichnet. Aber was ich mir dafür unbedingt abgewöhnen muss, ist D5. Liegt irgendwo auf der Hand. Ne? So, ja, dann. Was kann man noch spielen, wenn man nicht E4 spielt? Falsche Taste. C4 wird öfter gespielt. Ja, da spiele ich ja schon seit Jahren immer so intuitiv entweder E5 oder C5. Eigentlich ist zurzeit die Zeit, wo ich E5 intuitiv spiele. Ich habe mal Tarasch gesagt, also ja, natürlich. Dann ist man ja quasi in Sizilianisch und Sizilianisch ist gar keine so schlechte Eröffnung. Und Weiß hat aber schon ein Tempo mehr. Ja, das stimmt. Irgendwo hat man aber manchmal auch das Gefühl, Weiß würde dieses Tempo gerne wieder loswerden. Und aus dieser Überlegung heraus habe ich dann sehr auf das hier gespielt. Symmetrievariante. Man kann eigentlich die Züge von Weiß die ganze Zeit kopieren. Man muss allerdings aufpassen, weil man muss den Zeitpunkt abpassen, an dem man das besser nicht mehr machen sollte. Darum eignet sich das vielleicht auch gar nicht so zum Blitzen. So, mit E5 fahre ich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne einfach keine Leute, die gut Englisch spielen. Ah, doch, ich kenne Jürgen, den Schachstrategen. Hier auf YouTube habe ich gesehen, der versucht sich gerade Englisch anzueignen. Der scheint auch gut zu spielen. Aber jetzt nicht unbedingt so, dass ich oft gegen ihn Englisch gespielt habe schon. Eigentlich gar nicht. Ja, und was ich mir heute angucken wollte ist. Ja, hier habe ich noch. Was kann er noch spielen? Ja, Läufer C4 hat Play Some Chess erwähnt. Ich spiele allerdings immer Springer F6. Ich muss mir da nochmal die Variante angucken, wie er gesagt hat, wie ich fortsetzen muss. Ich glaube nach. War das der Zug? Dass ich dann C6 spielen muss. Ja, guck. Nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall spiele ich das oft. Was ja leider oft der Fall ist, dass gar nicht unbedingt ins Italienische übergeleitet werden möchte, sondern hier solche Damen Schäfermatt wird oft versucht, mit wenn Läufer C4, das ist zumindest mein Vorurteil, wenn ich Läufer C4 sehe, dass der andere versucht, Schäfermatt zu spielen. Ja, welche anderen Varianten gibt es da? Natürlich Wiener Partie ist auch einfach nicht besonders spannend. Einfach Springer F6 statt Springer C3, das spiele ich auch schon sehr lange nicht mehr. Springer C6 drauf zu erwidern. Weil Springer F6 einfach etwas aktiver ist. Ja. So, und natürlich gibt es dann noch hier, ja, das immer rausnehmen, würde ich sagen. Ist aber auch vielleicht Geschmackssache. Und es gibt noch Königsgambit. Genau. Und darum wollte ich mich jetzt noch ein bisschen kümmern. So. Ich versuche mir zurzeit einfach hier das angenommene Königsgambit anzugucken. Ich hatte mir das Königsgambit aus weißer Sicht vor 1 oder 2 Monaten angeguckt. Und da ist halt das, was ich gesehen habe, dass die stärkste Erwiderung die Annahme ist. Ansonsten, was mir auch sehr gut gefällt, ist hier Tarasch gegen Gambit, Falkbier gegen Gambit, die Lieblingsvariante von Tarasch. Ja. Muss mal gucken. So, aber zurzeit nehme ich das immer an und ja, Weiß läuft auch irgendwie hier oft in diese Fallen rein, die dann halt hier so typisch sind. Das ist halt sehr problematisch. Jetzt darf man hier, glaube ich, auch hier nicht einfach so
muss der Springer halt wegziehen und dann kann man hier das Schach geben. Alles sehr unangenehm für Schwarz, für Weiß. Und also online passiert mir das super oft, dass da jemand so reinläuft. So, und was wollte ich jetzt suchen? Wo wollte ich anfangen? Ich bin gerade am Überlegen. Suche ich ab hier oder suche ich ab hier? Ich glaube, ich suche mal ab hier. Aber ich tue doch noch mal kurz die Aufnahme beenden, dann schneide ich das später lieber zusammen oder mache zwei Videos davon. 10 Minuten ist ja eine gute Zeit für ein Schwarzrepertoire.